Wusstet ihr, dass es Lebensmittel gibt, die wie kleine Putzkolonnen in euren Arterien arbeiten und somit das Risiko für Herzinfarkte minimieren können? Ja, ihr habt richtig gehört. Heute nehmen wir uns die Zeit, um genau diese Lebensmittel unter die Lupe zu nehmen und zu erfahren, wie sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen können. Seid ihr bereit, eure Arterien auf natürliche Weise zu reinigen? Dann bleibt dran! Nummer 1. Knoblauch. Knoblauch ist nicht nur ein hervorragendes Gewürz, sondern auch ein wahrer Superstar, wenn es um die Gesundheit unserer Arterien geht. Studien haben gezeigt, dass Knoblauch die Bildung von Plaque reduzieren und somit das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen minimieren kann. Also, warum nicht mal öfter ein Knoblauchbrot snacken? Nummer 2. Granatapfel. Granatapfel ist nicht nur lecker, sondern auch ein Meister darin, Arterien von Plaque zu befreien. Seine antioxidativen Eigenschaften können Arterienverkalkung um bis zu 30% reduzieren. Also, lasst uns diesen süß-sauren Fruchtgenuss öfters in unseren Speiseplan integrieren. Nummer 3. Kimchi. Dieses traditionelle koreanische Gericht aus fermentiertem Gemüse ist ein wahrer Segen für unsere Arterien. Es hat sich bei der Reduzierung von LDL-Cholesterin und Plaqueaufbau als effektiver erwiesen als manche Medikamente. Und? Lust auf einen Teller Kimchi zum Abendessen? Nummer 4. Sesamsamen. Diese kleinen Samen sind wahre Nährstoffbomben und können dazu beitragen, den Blutdruck zu senken und Arteriosklerose vorzubeugen. Also streut doch mal ein paar Sesamsamen über euren Salat oder in euer Müsli. Nummer 5. Kurkuma. Dieses gelbe Gewürz ist nicht nur in der Küche vielseitig einsetzbar, sondern auch ein wahrer Herzschützer. Kurkuma kann Arterien schützen und Entzündungen reduzieren. Also, warum nicht öfter mal ein Curry mit extra Kurkuma zubereiten? Nummer 6. B-Vitamine. B-Vitamine sind essentiell für unsere Gesundheit und können dazu beitragen, Homozysteinwerte zu senken und somit das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu minimieren. Also integriert Lebensmittel wie Vollkornprodukte, Hülsenfrüchten und grünes Blattgemüse unbedingt in eure Ernährung. Nummer 7. L-Arginin. Diese Aminosäure ist ein wahrer Alleskönner und kann Arterienverkalkung vorbeugen, den Blutdruck senken und Entzündungen bekämpfen. Also sagt Ja zu Nüssen, Samen und Meeresfrüchten, denn alle sind reich an L-Arginin. Was denkt ihr über diese Lebensmittel? Habt ihr sie bereits in eure Ernährung integriert? Teilt eure Erfahrungen und Tipps mit unserer Community in den Kommentaren. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!